Herzlich willkommen zurück zu Dead Space 2. Frisch runter gesprungen, glaube ich. Ja. Wir haben zwei Wege zu untersuchen. Glaube ich, nee, wir haben einen. Den hier. So, ja. Sieht natürlich wieder Einland aus. Okay, wir haben nicht allzu viel Munition. Okay, Geld, schön, Energieknoten, auch immer wieder gern gesehen. Wo sind wir überhaupt? Aber wir müssen ja zur Tram. Stimmt ja. Lichteffekt. Oh, warte mal. Hier ist ein willkürlich eingerichteter Raum. Klassischer Anzug Level 5. Dann gucken wir doch. Geh mal kurz weg hier. So, zack. Können wir ja gleich mal gucken. Nein! Geh weg! Oh. Können wir ja gleich mal gucken, ob der besser ist, der Anzug. Oder ob wir den schon längst haben wieder. Wie immer. Und wir brauchen Munition, aber ganz dringend. Oh, hier ist ja nix. So. Ein Anzug Level 5. Ja, klassischer Anzug. 20. Nee, 20 Inventarslots. Wie viel hatten und wie viel haben wir denn? Wir haben 15. Wir haben keine Munition. Kaufen wir uns nochmal welche. Da. So. Muss reichen, erstmal. Jetzt haben wir hiervon erstmal wieder ein paar. Oder wie viel haben wir hiervon? 42, ja. Müsste erstmal ausreichen. Wir müssen halt, ich muss halt gut zielen, dann ist ja alles kein Problem. Kein Problem. Okay. Hier waren also nur Gegner, die wir ausgetrickst haben, indem wir erst in den anderen Raum reingegangen sind. Pausenraum. Oh. Guck mal, er genießt gerade seine Pause. Pock. Ja. Ich soll nicht so viel Pause machen, sondern mehr arbeiten. Ich kann auch rollen. Ach du Scheiße. Ja, genau. Na du. Da laufen wir jetzt einfach mal rein und machen den hier. Ach du Scheiße. Mehr als ich dachte. Okay. Das waren mehr als ich dachte. Ich dachte, das könnten wir jetzt einfach mal gerade so machen. Aber mitnichten. Da habe ich falsch gedacht. Ein Audio-Log, immerhin. Sorensen, hörst du mich? Hier ist Caleb von Schicht 1. Ihr solltet lieber direkt hinter uns sein. Wir hinterlassen haufenweise wütende Leichenteile. Caleb, komm! Vor uns rotten sich mehrere von denen zusammen. Ich kann sie sehen! Alle mit Bewegung! Los, los, los! Okay, die scheinen also schon auf jeden Fall länger überlebt zu haben als die normalen Menschen. Was war das? Gibt's hier gleich wieder einen Kampf? Ach du Scheiße.
Ich weiß ja nicht, ob es nur mir so geht, aber ich verstehe die überhaupt nicht. Also egal, was die sagt, ich habe keinen Plan. Ich hätte Untertitel einschalten sollen. Naja, für den nächsten Teil wissen wir es. Admin, okay. Go to Admin Office. Was ist... Was, da lang? Da lang, okay. Wir sollen zum Admin Office gehen, okay. Ich will aber erstmal einen Pausenraum. Ich habe genug gearbeitet. Okay. Brennstoffverarbeitungssteuerung. Ah, okay. Da leben noch welche. Achso, das sind die beiden. Die Tür ist blockiert. Sie wird warten. Die letzte Verteidigung eines Zurückgelassenen. Bekommen Sie die Tür auf? Nein, die Schaltkreise sind durch. Sie haben das Bedienfeld geröstet, um die Dinge auszusperren. Da muss man auch noch anders reinkommen. Schrauben nach dem Nadel. Man könnte noch durch die Aufbereitungsanlage. Doch die ist für Menschen ungeeignet. Schritt 3. Ich denke, ich kann sie von hier aus abschalten. Okay, tun Sie es. Die Schritte. Sie will, dass ich die Schritte einhalte. Halten Sie durch, Stross. Ich bin gleich da. Okay, wir müssen jetzt den gefährlichen Weg nehmen. Alles klar. Speichern. Jawohl. Jetzt können wir rein. Okay. Ein Detonator-Min. Okay, die Waffe benutzen wir sowieso nicht. Alter! Schreck mich nicht. Ah! Oh, daneben geschossen. Dann lass mich noch nachladen. Kackteil. Jawohl. Halt, hinter mir nichts. Okay. Stase, weißt du, da benutze ich auch nie. So eine Sache, die ich nicht kenne. Okay, genau, wir wollten uns ja den Plasma-Cutter hier vollkommen aufwerten. So, jetzt hat er hier, ist er fast voll. Okay. Mal gucken, was das Brennen so bewirkt. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Eintritt Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit heißt nicht Sauerstoffmangel. Ich scheine in einer Sackgasse zu stecken. Das über mir sieht nach einem Lüftungssystem aus. Richtig. Durch das manuelle Abschalten der Fabrik sind alle Druckventile eingerastet. Wir müssen das Ding irgendwie gewaltsam öffnen. Wow. So. Oh. So. Und Schuss. Wow. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Wir haben unendlich Versuche. Kein Schritt, kein Schritt, kein Schritt. Ja, okay, wir müssen da durch. Gucken. Um ein Objekt an den... an Objekt... Achso. Na los. Okay. Und wie? Achso, okay. Nehmen wir mal lieber noch eins zur Vorsicht. Ach nee. Doch. Zur Vorsicht. Packen wir dann nochmal hier eins hin. Ich weiß nicht mal, wie das aufgehen soll. Okay, einer reicht. Okay.
Wo ist oben und wo ist unten? Ich. Da sind sie. Oh. Wie ich sehe, hat Ihre Freundin die Anlage lahmgelegt. Ich schulde ihr meinen Dank, dass sie mir ihren Standort verraten hat. Der Verarbeitungszyklus läuft. Und Sie stecken mittendrin. Es endet hier, Clark. Nein, das muss es nicht, Teitmann. Doch, das muss es. Leben Sie wohl, Clark. Jetzt verschwindet er wieder. Wir müssen da durch. Okay, wartet mal. Können wir? Nee. Mir wird schlecht von dieser Sicht. Gucken wir erstmal. Kann man. Kann man hier durchgleiten? Oh shit! Ist nach oben. Fuck. Lass mal gucken. Ah, hier ist. Hier ist Platz, um durchzufliegen. Dann hier lang. Oha! Jawohl! Oh. Brenne! Was ist das? Stase, braucht keiner. Das da können wir aber gebrauchen. Jawohl. Und das, was da unten drin ist, können wir auch gebrauchen. Ja, doch. Ach du Scheiß. Ach, so müssen wir durch. Da bin ich aber. Finde ich so. Warte. Whee! Nee, so ist falsch. Wir müssen so. So ist einfacher. Ah, wartet mal. Speed! Ah, jawohl. Was wurde denn? Brenne! Okay. Ellie, können Sie die Dinger nicht abschalten? Nein, Tideman hat mich aus dem System gelöscht. Und jetzt funktionieren meine Codes nicht mehr. Was du willst? Oh Scheiße, da kommt was. Schloss, helfen Sie mir mit der Tür. Ich will, dass Sie ihn sehen. Sie müssen die Schritte einhalten. Was? Nein, halten Sie die Klappe und helfen Sie mir. Verdammt. Oh oh. Es ist was Großes, habe ich im Gefühl. Geht der da durch? Okay. Und jetzt erstmal neu ausrichten. Ah, da, ja. Sieht verheißungsvoll aus. Ja, der Brenneffekt bringt's voll. Ich dachte, die würden dauerhaft brennen und nicht nur Brutzel tot. Okay, da rein. Wir brauchen wieder ein. Ah, da, perfekt. Zack. Nehmen wir das. Jawohl. Lass mich raten. Wir müssen. Eins von den Teilen mitnehmen. Also, und dann da rein. Probieren wir es einfach mal. Vielleicht klappt's. Vielleicht denke ich auch zu kompliziert. So.
Okay, es ist an. Es ist da. Okay. Warten wir einfach, bis es aufhört zu brennen. Ich will nämlich gar nicht wissen, ob es uns schaden. Nö! Hauptsächlich um die Teile kümmern, um die Tentakel hier. Aber das war einfach. Warten wir, bis das nächste brennt. Ich sehe schon den Ausgang. So, jetzt. Jawohl, Rubin. Dankeschön. Ach, seht ihr? Haben wir einen gebraucht. Achso. Hey, du sollst da dran docken. Ja. Huiuiui. Oh, da ist der Ausgang. Alles okay bei Ihnen? Hilft es nicht? Schritt 3, Ellie. Josh, durch die Tür! Los! Aufhalten, ich bin nah dran. Echt, wir sind doch jetzt auf der anderen Seite, oder nicht? Lauf! Komm schon, Isaac. Schnauze. Okay. Haben ziemlich viel erledigt. Wir sehen noch nicht deren Leichen, also noch leben sie. Ja. Es sind 4 Schritte. Aber nicht wegen ihm hier. 1, 2, 3, 4. Ist Schritt 4. Sie wird warten. Jesus, Dross. Alles okay? Es wird schlimmer. Was ist Schritt 4? Wer wird warten? Nach den Schrauben. Nach der Nadel. Wird sie warten. Er wird es nicht schaffen. Wir müssen weiter. Oben gibt es eine Güterbahn, die die gleichen Gleise benutzt wie die Pendlerbahn. Sie bringt uns zum Regierungssektor. Einer von uns muss sie vom Führerhaus aus steuern. Bleiben Sie hier und versuchen Sie, ihn auf die Beine zu bringen. Warum? Warum müssen wir das machen? Ich brauche eine Pause. Ah ja. Was soll man machen, wenn man... Man ist doch der Held. Wenn nicht wir, dann keiner. Ach da. Okay. Untere Ebene Brennstoff Druckausgleichssturm. Okay. Irgendwas ganz langes. Brennen? Kapitel 9. Okay. Okay. Ah, hier ist ein Fahrstuhl. Nope. Ach du Scheiße, das ist ja über uns. Ah, Alter! Ich muss aber nicht... Alter... Ja. Ist der einer down. Brenn! Spüre die Macht des Teufels, des Feuers. Okay, der hat auf einmal kein Geräusch gemacht. Soll mir recht sein. Ah, oh, fuck! Alles klar, durch die Wand! An Kopf!